das, mach das! Er ist an der Garni dran. Ranko, Rako, Rako, schafft das? Schafft er sie zu retten? Da kommt ein Airhead runter von der LWJG. Aber wie cool ist das denn? Also, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ludica auf dem Weg hier ans Haus ran, wird er von irgendjemandem raus. Oh. Von der. Vom eigenen Stuart? Und er schafft's. Schaut euch das mal an. Er ist an der Garni ran und er nimmt die Garni eventuell. Khazad hat's gemerkt und holt ihn raus. Nero möchte noch gegenpushen. Holt sich Ludica raus. Schafft er es jetzt hier, die Gräben zu verteidigen? Klee zielt auf ihn. Hat gerade weggeschaut und schon passiert. Nero holt ihn sich und von hinten den nächsten. Drei Kills? Ich glaube, drei Kills. Und holt auch noch zu allem Überfluss hier den OP raus. MG hat ihn gesehen. Pressure Scout war schon wieder auf ihn drauf. Diesmal konnte er aber entkommen. Nero läuft weiter. Bleiben wir mal dran. Holt sich den nächsten. Cobra ist auch down. Pressure Scout trifft ihn wieder nicht. Nächste Deckung erwischt und er geht weiter. Dumme geht auch down. Pressure Scout hat ihn nicht bekommen. Hier hat er, glaube ich, keinen Blick mehr drauf. Ne, jetzt ist er wieder sicher vor. Au, das könnte nochmal eng werden. Hier ist er jetzt sicher vor. Pressure Scout. Easy hier gegen drei, vier Mann. Mal gucken, ob er welche raus. Oh, MG42 hat hier mal kurz aufgeräumt. Aber Otto Grün war auf der Hook. Hat Easy rausgeholt. Shirok gegen Trax. Trax gewinnt. Holt er sich auch noch Harry? Auch Harry im Bunker down. Trax holt hier zwei Mann raus. Hat jetzt einen super Überblick hier. Wird wahrscheinlich Otto Grün und Kanonenfutter gleich rausnehmen. Oh, ja. So. Otto Grün ist down. Kanonenfutter sieht er gar nicht. Wird aber von außen rausgenommen. Jetzt hat er natürlich hier eine Deluxe-Position, um gut reinzuholzen. Ist ja klar. Da geht man mal kurz was Schränken holen. Und schon geht's hier richtig ab. STDB hat es geschafft, hier in Scheune reinzukommen und den Hardcap schon größtenteils zu besetzen. Holy shit! Sehr geil, wie sie das hingekriegt haben. Der Tiger hier hat sich scheinbar festgefahren und hat eine Satchel angeklebt bekommen von Dexter. Der Tiger sagt jetzt gleich goodbye auf den altganten Schrottplatz. 3, 2, oh. War ein bisschen zu langsam. Bye bye Tiger. Holy shit, und LWG schafft das, was ich eigentlich nicht vermutet hat, was sie noch schaffen können. Sie kommen zurück und holen sich hier den Hardcap zurück. Mit Unterstützung des zweiten Tigers, der glücklicherweise nicht geplatzt ist. Ludica, letzt verbleibende Person hier auf dem Punkt. Holy shit. Was ist das denn? Von wem wurde Plauze denn da weggeholt? Von Terror hinten oder hat Ludica ihn erwischt? Immer noch am Leben. Wahnsinn. Hatte jetzt die Möglichkeit und... Holy shit! Auch Patte fällt zum Opfer. Tiger hat sich so ein bisschen eingefahren. Fährt gerade den eigenen Mann über den Haufen. Aber... Sei es wie es will, LWJG hat es geschafft, hier Jakobs Scheune nochmal zu retten. Oh, 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 Kanonenfutter von hinten. Holt er ihn sich oder nimmt Dates ihn raus? Dates nimmt ihn raus. Wieder am Einnehmen. Es wird zwar natürlich nicht dazu... Oh, no! Otto Grün hätte hier zwei Kills machen können, hat aber keine Munition mehr, beziehungsweise nichts mehr im Magazin. Killer hat überlebt, nimmt ihn raus. Wird aber seinerseits jetzt von Purple Haze rausgenommen. Rausgenommen wird. Otto Grün. Oh, Plauze, ich hab's ganz genau gesehen gerade, was du gemacht hast. Du hast die Garni hier mitten im Punkt rausgeholt. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt hat SWB keinen direkten Spawnpunkt mehr auf dem Punkt direkt. Wir haben hier eine Garni, wir haben hier eine Garni, wir haben hier drüben eine Garni. Also sie haben die Möglichkeit, von mehreren Richtungen noch wieder drauf zu rennen. Aber LWJG nimmt momentan den Punkt ein, hat den Vorteil, dass sie hier im Bereich einen OP haben, hatten, nee, haben, jawohl, da sind die nächsten drei Mann und sie können wieder in den Hardcap reinrennen. Da kommt ein Airhead runter von der LWJG. Holy shit, wenn sie den jetzt verteidigt kriegen und hier in 29 Sekunden
noch ein paar mehr Teammates reinspawnen könnte, das ist das Ende von Narbe sein. Aber Khazad sagt, nö. Lass den Airhead mal bitte raus, der stört hier nur. Er erhöht ihn, aber Dexter hört das MG nicht über sich. Mal sehen, wer hier vom als Sieger auf den Platz geht. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Der Zweite hat es noch wieder in den Panzer reingeschafft. Versucht jetzt hier wegzukommen. Classics will ein bisschen Ärger und Stress verursachen, indem er einfach ranläuft. So dass die denken, dass, oh scheiße, wir haben hier jemanden in der Satchel an der Seite dran und sie Panik schieben. Allerdings, er als Squadlead hat natürlich nichts dabei, mit dem er dem Tiger wirklich gefährlich werden könnte. Oh. Holy shit, wer war das denn jetzt gerade? Medi, schaut euch das an. Medi hat es hier an den Punkt rangeschafft. Garni im Blick. Ist eine Mine da, die ihn aufhält? Nein, Medi holt sich hier aus dem Punkt raus. Die Garni vernichtet. Jetzt ist die Frage, können hier noch mehr Leute mit reinkommen? Da hat Vieh auch auf dem Weg in den Punkt. Medi wurde gerade rausgeholt von einer Nate, vermutlich. Holy shit, eklig, eklig. Hier auch gleich wieder. Da hat wohl jemand noch eine Satchel als Geschenk hinterlassen. Turbulenpelze hier. Nah an Kanonenfutter dran und holt sich hier auch Kanonenfutter. Otto Grün auf der anderen Seite, die sehen sich nicht, laufen aneinander vorbei. Spätzünder jetzt hier ganz dicht dran an Turbulenpelze und wer nimmt wen raus? Spätzünder. Oh. Medi schaut auf der falschen Seite. Spätzünder läuft auch an ihm vorbei. Medi kriegt es nicht mit, der Spätzünder vorbei ist. Turbulenpelze, Spätzünder, zweite Mal. Diesmal geht's andersrum. Turbulenpelze holt sich hier Spätzünder raus. Turbulenpelze, Spätzünder, die dritte. Spätzünder schaut in die falsche Richtung, wird wieder rausgeholt von Turbulenpelze. Er hat den Shot gehört, den er auf Lieutenant Joe abgegeben hat, wurde dafür bestraft. Von hinten Turbulenpelze fällt allerdings Otto Grün zum Opfer. Lieutenant Joe hier mit dem nächsten OP. Jetzt aber von hinten. Er gibt gleich auf und Spätzünder läuft vorbei. Hat's nicht gesehen. Der OP steht hier. Wie geil ist das denn? Zwei Mann kommen hier rein. Ich glaub's nicht. Wie geil ist das denn? Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum er aufgegeben hat. Also er hat sich danach selber gekillt. Statt hier weiter vorzurücken, ist mir nicht ganz klar, warum. Vielleicht direkt wieder woanders hin drin. Und der OP steht immer noch. Shirok, Spätzünder. Spätzünder müsste ihn sehen. Er ist direkt vor dir. Was machst du denn? Okay, er hat ihn. Aber hier vier weitere Mann. Spätzünder geht down. Vier Mann jetzt wieder hier am Start. Sieht er den OP? Kriegt er den OP raus? Nee, der OP steht ziemlich nice hinter dem Busch. Granate fliegt wahrscheinlich auch drüber, wird den OP auch nicht rausnehmen. Da sind. Doch, die Granate lag ziemlich gut. Würde ich behaupten, sehr schön gemacht. OP auch an der Stelle raus. Irgendwo hier soll der Airhead runterkommen. Hier haben wir weiß vorgezeichnet. Kann übrigens auch das Gegnerteam sehen, diese Silhouette. Wenn ihr das irgendwo auf dem Schlachtfeld seht und es ist nicht euer Airhead, wartet hier, bis der Airhead da ist und zerstört ihn sofort. Damit tut er eurem Team einen riesen Gefallen. Genosse. Gegen Yoshi und Easy. Eventuell kommt er bis an die Garni ran, wenn er von der eigenen Art hier nicht weggeholt wird. Easy hier im Eck und holt Genosse raus. Wie gemein war das denn? Bombing Run geht durchs Hardcap durch. Richtig ist die Garni weg. Die Garni ist weg. Jetzt kommt der Push von SCDB. Jetzt muss der Push von SCDB kommen. Die Garni ist raus. Jetzt nur noch die OPs von LBJG hier, die gespawnt werden können. Garni ist raus. Kein großer Spawnpunkt hier mehr für das gesamte Team der LWG. Aber SDB ist nicht zur Stelle. Da fehlt es ein bisschen an Manpower jetzt. Baronislav gegen Hohn, beides MGs. Einer oben drauf, der andere. Bin mal gespannt, ob er den sieht, bevor er das erste Mal schießt. Er sieht ihn nicht, jetzt müsste. Jetzt hört er. Ne, er legt sich hin. Wie geil ist das denn, bitte?
bin mal gespannt, ob irgendeiner von beiden sich traut, aufzustehen, um den anderen rauszuholen. Aber wie cool ist das denn? Also, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sorry, dass ich gerade nichts anderes zeige, aber ich finde das einfach zu geil gerade. Oder irgendwie, hä? Ich raff's nicht so. Hodian muss es doch checken. Ich weiß nicht, hat Hodian schon geschossen? Ja, aber auch Hodian. Hodian hat ja schon geschossen. Also Baronislav müsste es ja auch wissen. Lenny jetzt. Er wird versuchen, das MG rauszuholen. Wird aber rausgeholt von Baronislav. Und jetzt hat er den Kopf endlich weit genug rausgestreckt, dass Hodian hier sein Kill endlich kriegt. Aber wie geil war das denn? Das Vieh! Macht das, macht das! Er ist an der Garni dran! Renko, Rako, Rako! Schafft das! Schafft es, sie zu retten! Nein! Das jetzt wird's richtig geil! Auf geht's, LJG! Hier muss jetzt der Push kommen! Norden komplett voll! Die Garni ist rausgenommen! Das Vieh, du geile Sau! Jetzt wird's richtig interessant! Holy shit, LJG! Hier, Hardcap voll besetzt! Süden auch der... Alter, da kommen nochmal 3, 4, 5, 6 Mann. Niemand mehr von SDB hier hinten drin. Komplett von LWJG besetzt. Der Cap ist halb durch. Panzer schießt von hinten noch rein, aber kann natürlich nicht in den Grabensystem wirken. Hier kommt nochmal ein riesiger Spawn rein. Scheiße, wird rausgenommen. Schade, sonst hätte die gar nicht vielleicht auch noch nehmen können. SDB jetzt hier am Hardcap drin. Schafft es noch rechtzeitig. Ja, die schaffen es rechtzeitig rein. Sie haben es geschafft, den Cap zu contesten. Aber jetzt geht's wieder Richtung LWJG. Nächster Kill hier von Rako im Hardcap drin. Sehr, sehr wichtig. Jetzt geht's wieder Richtung LWJG. Holy shit. Sowas wünscht man sich zu sehen, wenn zwei Clans aufeinandertreffen. Hier, LWJG scheint es aber jetzt durchzuziehen. Da kommen die Supply Drops. Jetzt, sie haben es geschafft. Die Narbe geht an LWJG. SCDB hat jetzt sehr viele Garnis verloren. Jetzt ist die Frage, wie schnell sind sie wieder mit dem Garni-Aufbau und den OPs hier ranzukriegen. Hardcaps sichern ist oberste Priorität, denn wir sehen es hier. SDB ist schon wieder dran. Ist im Hardcap drin mit 2, 3, 4, 5 Mann. LWJG, hier muss man gegenhalten. Jawohl, genau so. Sie zwei Mann rausgenommen. Wichtige Kills hier im Hardcap. Hat er hier sehr schön. Hol auch noch Klee. Hol auch noch Klee. Sehr wichtig. Der Punkt scheint wieder gesichert zu werden von der LWJG. Norden komplett voll. Da kommt der Bombing Run von der LWJG und nimmt so ziemlich alles raus, was hier noch von SWB zu finden war. Der OP ist aber noch safe. Solche OPs werden nicht rausgenommen durch einen Bombing Run. Hier nochmal der nächste Spawn. Yoshi nah dran. Kriegt er den OP raus? Wäre wichtig, wäre wichtig. Der rennt weg, ja, der hat ihn raus. Airhead incoming. Jetzt ist die Frage, kann SCDB hier den Airhead sichern? Schaffen sie es, den Airhead freizuhalten? Arti hat daneben geschlagen. Möglichkeit jetzt hier, dass die Welle durchgeht. Oh, die Nate war sehr, sehr knapp. Wurde aber nochmal mit einem Körper von SCDB gerettet. Möglicherweise kommt jetzt hier der Full Spawn durch. Lenny wieder am Start. Nein, Lenny kann es nicht sichern.